Willkommen hier zurück bei Minecraft. So, wir haben jetzt hier den See. Ich habe mir hier eine kleine, ja, ich sag mal, einen kleinen Merkleuchtturm gebaut. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verfahre. Was natürlich mega wäre, wenn der Ozean hier jetzt genau zu unserem Haus führen würde. Das glaube ich aber nicht. So, die Nadel muss jetzt exakt zum Haus zeigen, ansonsten verfahre ich mich hier. Und exakt dann auch wieder nach Süden, wenn ich wieder in die andere Richtung fahre. Ja, ist schon sehr ehrgeizig, was ich vorhabe, ne? Muss man dann halt echt mal gucken. Ob ich das dann irgendwann so mache. So, sollen wir da vorne wieder raus? Ich würde da vorne wieder rausgehen, glaube ich. Da auf dem Eckstück. Boah, ich komme immer noch nicht klar auf dieses Schneeding aus dem letzten, auf der letzten Folge, ne? Als wir da in dem Schnee versunken sind. Das war schon sportlich. So, ich habe gerade gestartet und es ruckelt schon wieder. Oh Mann. So, da ist ein Netator links. Ich sehe es gerade schon. Das müssen wir gleich mitnehmen. Es hilft nichts. Das muss ich. Aber das ist schon wieder ein guter Orientierungspunkt. Wenn ich weiß, okay, da ist das Netator, da muss ich dann definitiv los. Ich mache hier auch nochmal so ein Dreck-Ding. Damit ich weiß, okay, von dem aus muss ich dann exakt nach Süden. Das mache ich genau da oben hin. So. Muss ich mich da entsprechend ausrüsten, beziehungsweise ausrichten. Hallo, ich komme ausrichten. So. So, jetzt exakt nach da ausrichten. Okay. Dann machen wir hier auch so ein Dreckding. Oh, ist das Gold? Ich glaube ja. So, da reicht ja hier so ein kleines, ne? Schon mal gerade gucken, was ist das hier? Das Eisen, das sah so komisch aus, weil es so angestrahlt wird. Ja, komm, das brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. So, dann haben wir hier... So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, das passt. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Und ich muss nochmal... Ich habe gerade gestartet, ne? Ich verstehe das gar nicht. Vielleicht muss ich dem Rechner auch mal wieder eine Pause gönnen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke sowieso... Was ist das Geknacke eigentlich immer? Ich denke sowieso, wenn wir dann da unten gebaut haben... Dann wird das da auch nicht mehr so schnell ruckeln. Wir haben ja, wenn wir uns bei uns im Gebiet, wo ich mein Haus gebaut habe, aufhalten, dann ruckelt das ja auch nicht. Das kommt, denke ich, nur durch das Reisen, weil der ja ständig die Chunks neu laden muss. Und wir waren hier überall noch nicht. Und deswegen, denke ich, ist das so. So, da vorne kommt noch ein weiteres Dorf. Das ist aber nicht das... Bergdorf, welches ist das das? Nee, ne? Das dürfte das eigentlich noch nicht sein, oder? Ist das schon das mit der Eisenbahn? Nee. Also ich glaube nicht, dass es so ist. So, ich mache hier mal oben auf den... Ach, das geht gar nicht. Ach, schade. So, machen wir das so. Ja, müsste gehen. Ich mache hier im Wald mal ein bisschen enger, damit wir hier... Nee, diese komische Betonplatte hier, die hatte ich noch nicht. Das ist auch hier wieder sehr hoch, alles. Alles neues Gebiet. Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass wir so lange unterwegs waren. Aber ich glaube, es kam ja auch dadurch. Wir sind ja ein bisschen links-rechts gelaufen, ne? Also ich glaube, deswegen habe ich wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht. Oder es war mehr Wegstrecke, als ich dachte. Wegen diesem links-rechts-Laufen. So, warte mal, hier wieder drauf. So, wie viele Fackeln haben wir noch? 7. Ich mach nochmal gerade ein paar. So.
So, jetzt habe ich einmal zu viel gemacht. Warte, ich habe bestimmt wieder irgendeinen Scheiß dabei. Jawohl. Das nämlich. So, dann wissen wir, an dem Dorf muss ich auch vorbei. Ach, da kann man keine Fackeln draufstellen. Das ist ja interessant. Also schön, dass hier ist mit den Bäumen, ne? Aber manchmal kommt man hier wirklich scheiße durch. So. Oh, da wird gerade geheiratet, hä? Keine Ahnung. Uiuiui. Will ich das? Will ich da über den Berg? Oder will ich durchs Dorf? Wir gehen durchs Dorf. Ich will nicht über den Berg gehen, das ist scheiße. So, wir machen hier so und gehen hier einfach durch das Dorf durch. Unten am Wasserfall lang. Muss immer gucken, wie ich das hier mache. Dann gehen wir da am besten durch, ne? Ich kann mir das halbwegs merken. Boah, das kann ich auf keinen Fall in der Folge machen, Leute. Überlegt mal, wie lange das dauern würde. Das muss ich entweder mache ich das in dem Livestream oder zwischen den Folgen. Das geht ja gar nicht anders. Weil es ist jetzt schon mega lang. Ich glaube, jetzt haben wir schon zwei Tage. Leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Boah, das ist so eine Höhle, wo ich sagte. Ja, das ist so eine Cave. Oh. Guckt euch diese Cave an. Alter, genau das ist sowas, was ich meinte. Und guck mal mit den Leuchtflechten. Wie geil das aussieht. Boah, ich muss kurz da rein. Ich muss ganz kurz, ich muss ganz kurz appreciaten. Wie mache ich das? Wie gehe ich da am besten? Ich wollte da und dann hier so rüber. Aber ich will natürlich den Weg nicht verlieren. Wir haben eine Riesencave gefunden. Wenn ich hier rüber gehe, sehe ich dann die nächste Fackel? Ja, okay. Wir haben eine Riesencave. Es ist jetzt natürlich dumm, hier das so zu machen. Ich würde erstmal hier oben so machen wollen und dann hier vorsichtig runter. Hier vorsichtig runter. Okay. Bin viel zu mutig, merke ich gerade. So, jetzt. Schaut euch diese geile Höhle bitte an. Boah, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wir vielleicht noch sowas finden. Was ist denn das? Achso. Leck mich am Arsch. Das ist wie der Neta ohne Lava. Was ist das? Wasser? Oder geht's da unten noch tiefer rein? Da unten geht's noch tiefer rein. Ja klar. Natürlich. Klar doch. Sonst geht's euch noch gut. Und was ist das? Ist da ein Haus? Ja gut, das könnte vom Dorf noch sein. Junge, was ist denn los, ey? Leck mich am Arsch. Das ist also... Die würde ich super gerne erkunden. Okay, das ist schon wieder das nächste Projekt dann. Höhlenerkundung. Und da ist eine Hexe. Das ist schön. Die lassen wir mal schön da, wo sie ist. Ist das denn bitte? Boah. Was meinst du, was du hier an Mineralien rauskriegst? The Höhling Extreme. Ich mache Extremhöhling bei Minecraft. Junge, Junge, Junge. Boah. Die Reise hat sich sowas von gelohnt. Es ist unfassbar, wie sich diese Reise gelohnt hat. Das gibt's ja gar nicht. Da eine Bahnstrecke hinbauen. Oh ja, das wär's. Wir verbinden einfach unsere jetzige Location mit Gleisen. Mit der anderen Location. Alter, wie lange würde denn bitte die Fahrt dauern? Die würde wahrscheinlich eine halbe Stunde? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich laufe ja jetzt schon die zweite oder dritte Folge, laufe ich ja schon zurück. Und eine Folge dauert immer so 30 Minuten. Ja gut, das ist nicht ganz so extrem, aber es geht. Und guck mal, da unten könnte man... Ja, da ist sogar Eisen, aber das sah gerade kurz so aus, als wäre da jede Menge Eisen. Das ist halt...
Stell dir mal vor, du gehst wirklich hin und machst einfach eine Bahngleisstrecke. Wie viel Gleise du bräuchtest, um diese Strecke zu überwinden. Ich will nicht wissen, wie viele Tage du da unterwegs wärst. Also, ne, um das alles zu bauen. Junge, 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 jetzt kommt ja auch noch ein Dschungel. Naja gut, da ist der Dschungel, ne? Hier ist das andere, ist Birkenwald. Birkenwald. Mach die Birken kalt. So. Es wird schon wieder dunkel. Also, ich sag mal, 6 Tage Reise. 7 Tage. Insgesamt. So. Weh, du kackst mir ins Bett. Schon anders wild hier, muss man echt sagen. So, sagt der Fackelvorrat 37 plus 3. So, also der Plan in den Folgen, das Zeug hin und her zu transportieren, hat sich leider erledigt. Definitiv hat er sich erledigt. Das geht auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht bringen. Und abgesehen davon muss ich dem Rechner, glaube ich, sowieso gleich mal eine Pause gönnen, weil der hier schon wieder ohne Ende ruckelt. Das ist schon wieder genauso wie vor 5 Folgen oder so, wo das schon mal so war. Als ich vergessen hatte, MSI Afterburner auszuschalten. Geht schon wieder los. Aber angesichts dessen, wie groß einfach die Gebiete hier teilweise auch sind, will ich da gar nicht. Ich muss, wie gesagt, die Chunk-Loading-Weite vielleicht mal ein bisschen reduzieren. Irgendwie sowas. Seit wann knackt das eigentlich immer so? Das ist auch neu, ne? Das war doch sonst nie. Und schon wieder ein Dorf. Ihr wollt mich doch verarsche. So, ich fahre jetzt nicht durchs Wasser, wir gehen jetzt hier einfach einmal rum. Das ist ja dann wohl offensichtlich, dass man da, ne, den kleinen Schlenker laufen muss. Oh, hier brennt's. Oh nein, Kubert! Was ist mit Kubert? Kubert. Ja, Schnitzel. Beziehungsweise Rinderfilet. Ja, gut, dann. Ich hätte sie ja gerettet, aber so. Das Problem ist, dass die Tiere nicht so viel Intelligenz bekommen haben und dann halt gerne mal irgendwo reinlaufen. Ey, mir kommt hier nichts bekannt vor. Wir sind hier auf gar keinen Fall lang gegangen. Ich bin irgendwo einen Schlenker gegangen und wahrscheinlich, ja, deswegen ist das hier so verworren alles. Oh, Junge. Mir gefällt irgendwie die Idee mit den Gleisen. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen, ich würde niemals so eine lange Gleisstrecke bauen. Nicht mal privat. Das wäre Wahnsinn. Wie lange du da spielen müsstest, so viel Zeit hätte ich überhaupt gar nicht. Dann könnte ich auch Elden Ring spielen und Let's Play machen mit 200 Folgen. Das wäre genauso. Huch, das war nicht so schlau. Das hätte dann ähnliche Ausmaße. So, sind wir denn jetzt hier mal langsam wieder daheim? Oh. Das ist ja wunderbar. Oh. So, hat jemand ein großes Stück rausgeschnitten hier, ne? Aus dem Eckchen hier. So, mal eben hier noch eine Fackel drauf. Ah, wir sind wieder richtig. Ja, gut. Da noch. Ah, hier komme ich dann sowieso nicht mehr hoch, ne? Da muss ich mir dann, wenn ich dann zurücklaufe, eine kleine Treppe bauen. Aber die Fackel sieht man auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. So.
Da, der Birkenwald. Der könnte, das könnte der Birkenwald sein, der da bei dem Dorf ist. Ich weiß es nicht 100%. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir sind schon wieder eine Viertelstunde aufnehmen. Bin schon wieder am Rücklaufen. Alles Rückläufer hier. Oh Mann. Und ich kann es ja jetzt mal erzählen, ne? Ich hatte eigentlich geplant, mal ganz ursprünglich, ich hatte geplant, 100 Folgen zu machen. Aus dem Grund hat auch der Folgentitel eine dreistellige Zahl, weil ich mir gesagt habe, komm, 100 Folgen machst du auf jeden Fall. Die werden es auch werden. Aber darüber hinaus hatte ich eigentlich noch nichts geplant. Also mein Plan war, wie gesagt, dann so ab Folge 85, 86, 87 irgendwie dann mal so vorzubereiten, ins End zu gehen. Wobei das wahrscheinlich sehr ehrgeizig ist, weil mir da noch Sachen fehlen. Oh, ist das der Sumpf? Ist das der Sumpf, bei dem wir das letzte Mal... nee, ich glaube nicht. Und wollte dann den Enderdrachen besiegen und dann wollte ich das Let's Play um Geldzorn eigentlich beenden. So. Ja, und wollte dann sagen, so, und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie es weitergeht. Ich lasse das Ende offen. Ne, Geldzorn wird sein Leben noch da verbringen, also ne, in dem Haus und noch ein bisschen vielleicht Viehzucht weiter betreiben und. Vielleicht wird er irgendwann noch weiterziehen, keine Ahnung, aber das Roleplay oder beziehungsweise die Geschichte wäre dann irgendwann zu Ende gewesen, ab Folge 100 oder so. Aber jetzt, wo wir das neue Location-Ding gefunden haben, könnte es passieren, dass Geldzorn vielleicht nochmal neu anfängt. Es könnte passieren. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen. So, habe ich jetzt gemacht, keine Ahnung. So, wir sind hier definitiv nicht gewesen, weil der ist hier so am Ackern. Ich könnte ja auch mal kurz anhalten, vielleicht bringt das was. Da hinten, das ist auch wieder, ne, das ist so typisch wieder so, ja. Ich meine, wir sind wirklich nah genug dran, eigentlich müsste das alles geladen haben. Aber das ist halt kein schöner Berg, weil da fliegt alles, ne. Das ist halt schon wirklich schade. Ja, das bringt nichts. Das ist halt dann doof, ne? Wenn das einmal voll ist, das Ding. Also ich habe dieselben Probleme jetzt wieder. Trotz, obwohl ich das alles hochgestellt habe jetzt mit MSI Afterburner, habe ich die Probleme trotzdem wieder. Ja. Es ist leider so, wie es ist. So. So. Warte mal, ich mache hier an der Kante auch noch mal eine. Ich meine, man sieht es hier schon wieder, ne? Aber ja, es ist halt... Also es wird keine gerade Linie. Kann ich schon mal sagen. Aber ich habe mir die Chance aufgeschrieben im Notfall, beziehungsweise die Koordinaten. Also ich werde das schon wiederfinden. Nur keine Sorge. Aber das ist halt... Oder was ich halt auch überlegt habe, wenn ich mit Geldzorn neu anfange, dass ich mir einfach nur eine Startausrüstung mitnehme oder beziehungsweise eine Ausrüstung, wo ich sage, yo, die Sachen nehme ich mit, ne? Wie zum Beispiel die verzauberten Sachen, die sehr, sehr gut sind, vielleicht noch ein, zwei Bücher, irgendwas, was so gerade ins Reisegepäck passt und mehr nicht. Und den Rest lasse ich drüben, ne? Und würde mir alles neu zusammenstellen, weil... Das ist halt unrealistisch, das alles hier in zwei, drei Folgen abzuhandeln. Ne, die BB-Schlucht, da bin ich ja offline, ich glaube, 5 oder 6 Mal hin und her. Und das hat wirklich lange gedauert. Das hat wirklich lange gedauert, immer da mit dem Boot und keine Ahnung. Und das war nicht halb so weit weg. Das war nicht halb so weit weg und ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich hier schon mal war. Ich glaube nämlich nicht. Ne, es ist immer noch super, super weit weg. So geil die Location ist, ne, aber...
das wäre, glaube ich, echt schwierig. So. Ja, Fackel sehe ich. Wunderbar. Jetzt überlegst du, wie viele Fackeln ich schon gesetzt habe, ne? Ich glaube, 3 Stacks Fackeln sind schon weg. Mindestens. So. Nee, ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon war. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, von welcher Seite wir auch gleich wieder zurückkommen. Da bin ich wirklich gespannt. So, da oben setze ich eine drauf. Das ist eine sehr gute Orientierung. So. Man könnte auch sagen, ja, ich setze die Fackeln immer auf die höchsten Spots, aber die sind nicht so weit auseinander. Und die andere Sache ist, du hast ja manchmal einen Baum oder irgendwas dazwischen. Dann siehst du das eh nicht. Deswegen lieber hier immer so alle 20, 30 Blöcke eine Fackel und gut ist. So, hier können wir auch wieder einen draufsetzen. Er setzt dabei immer auch einen drauf. Ja, ich weiß. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so weit ist. Oh, jetzt kommt Gewitter, ne? Jetzt wird es gerade richtig dunkel da oben. Jetzt wird es richtig dunkel. Ich glaube, es wird auch gerade dunkel, ne? Ich glaube, ich sollte noch mal pennen. Hier ist halt nur gerade nichts zum Unterstellen. Warte mal, ich guck mal, ob ich mich hier irgendwo hinlegen kann, wo ich mal gerade mich ein bisschen unterstelle. Ja, ich glaube, ist hier Wasser? Ah, das ist dunkel. Ne, ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Ich, hier unter dem Baum gerade nachkommen. Legen wir uns gerade mal ein Ründchen um das Bäumchen. So, weil das wurde gerade doch ein bisschen zu dunkel. So, aber das Schöne ist, wie gesagt, immer der Regenbogen nach dem Gewitter, das ist, oder nach dem Regen generell, das ist eigentlich das Schöne. Es tut mir leid, es tut mir einfach leid, aber ich kann mit dem Geruckel nicht spielen. Ich muss mir da echt mal was überlegen, ob ich den Shader nochmal anders einstelle. Oh, was ist denn da gerade? Ja, okay. Hier sterben anscheinend dann Zombies oder irgendwas. Ich habe mich eh schon gewundert, dass wir lange keinen Zombie mehr gesehen haben. Außer den einen Creeper mal. So, wir sind hoffentlich bald wieder da. Also ich weiß, dass das ein bisschen langweilig ist, natürlich die ganze Zeit das Gelaufe hier. Weil ich ja auch nichts mehr mitnehme, weil wir haben ja auch keinen Platz mehr. Aber ich will halt wirklich wissen, wie weit das ist. Und das ist wirklich verdammt weit. Ist es noch weit, Papa Schlumpf? Ja, es ist noch sehr, sehr weit. Boah, ich weiß noch die eine Folge, die werde ich nie vergessen. Wo die Schlümpfe, glaube ich, 10-mal fragen und irgendwann sagt Papa Schlumpf voll genervt, es ist noch sehr, sehr weit. Habe ich gedacht, was? Seit wann kann Papa Schlumpf denn böse werden? Der ist doch der liebste Papa der Welt. Ja, nee. Irgendwann ist auch bei ihm mal die Geduld zu Ende. So, hier ist jetzt aber schon Fichte. Ist das denn ein gutes Zeichen, dass hier Fichte ist? Ja, vielleicht auch nicht. Puh. So, hallo Saubande. Ist doch nicht mal eine Beleidigung. Könnte ja sein, dass es nur Frauen sind. Dann ist es eine Saubande. Weil die Sau ist... Vorsicht! Vorsicht, it's a trap!
Nein, also die Sau, ne? Ist ja klar. Weibliches Schwein nennt sich Sau. So. Aber nur, ne, in der Tierwelt. Also um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Das wäre jetzt fast schief gegangen. So. Hier sind Sonnenblumen. Ja. Junge, das ist doch echt nicht wahr hier, oder? Wie weit ist das denn gewesen? Also der Rückweg dauert definitiv länger als der Hinweg. Tja. So, mal gucken, wie es jetzt da aussieht. Vielleicht haben wir ja da jetzt wieder was Bekanntes. Tja, ist das jetzt... Oh, warte mal, da ist der Dings. Das kommt... Nee. Aber da ist ein Pilzwald. Ein Pilzwald hatten wir jetzt ewig nicht mehr. Vielleicht ist das der Wald, von dem wir aus gestartet... Also, was heißt gestartet? Da war ja dieser Pilzwald mit den Schwarzeichen. Erinnert euch? Vielleicht ist das dieser berühmte Wald. Vielleicht auch nicht. Oha. Da vorne kommt nämlich jetzt wieder, ich habe gerade schon am Horizont gesehen, da kommt wieder Fichtenwald. Vielleicht sind wir gleich da. Oh, ich habe schon gar keine Fackeln. Oh Mann. So langsam wird es eng mit den Fackeln. Wir müssen gleich mal irgendwo Holz holen. Ja, gut, weil 52. Das, wenn jetzt nichts mehr passiert, müsste es langen. Hoffentlich. Mir kommt einfach nichts bekannt vor. Bis jetzt. Ne? Also ist schon... Ich guck mal gerade auf die Playlist. Ich habe jetzt noch 3 Stunden Playlist über. Dann geht die wieder von vorne los. Ich wollte auch nochmal neue Musik besorgen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, bevor die Playlist zu Ende ist. So, sieht man? Ja, sieht man. So. Ich habe gerade gelacht, wenn da jetzt die Gleise drin gelegen hätten, aber nee, nee. Das wäre dann ein bisschen sehr merkwürdig geworden. Vielleicht. So, und dann können wir hier wieder hier rüber gehen. Ja, wir können ja hier oben bei dem fahren. Genau. Meine Hoffnung ist immer, das ist wie in der Wüste gerade. Ne? Man geht in der Wüste zur Düne und hinter der Düne kommt irgendwas. Das Einzige, was hinter der Düne kommt, ist noch mehr Wüste. War ein sehr ehrgeiziger Plan. Ich glaube, ich werde ihn nochmal überdenken. So, warte mal. Da hinten sieht man aber, glaube ich, sieht man da die Fackeln? Ich müsste jetzt hier nochmal eine setzen. Also wenn ich Glück habe... Ja, guck mal! Da ist eine Fackel! Ich glaube, das Problem ist nur, dass ich jetzt natürlich gucken muss... Oder wenn ich die Fackel sehe, dass ich mir hier irgendwie eine Markierung mache, okay, hey, du musst den Fackeln folgen. Aber wir sind gleich da. Wenn da eine Fackel ist, dann bedeutet das, dass wir gleich da sind. Oh ja. Das scheint hier richtig zu sein. Weil es sind die Höhlen, die ich markiert habe. Oh, Kacke, das wird jetzt wieder schlecht hier. Das wird jetzt ganz schlecht. So, da sehe ich eine Fackel, dann mache ich hier eine hin. Ah, das wird jetzt richtig beschissen.
Warte mal, ich könnte mir hier eine Brücke rüberbauen. Weil ich will nicht in dem blöden Tal hier rumwandern und hochspringen und runter. Ich möchte mir hier zur Orientierung so eine Brücke rüberbauen. Vielleicht so und dann darüber? Ja, komm. Ich weiß, das sieht hässlich aus. Es geht mir aber erstmal nur darum, dass ich das wiederfinde. Die kann man nachher auch wieder abbauen. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber das geht mir jetzt erstmal darum, dass man das wiederfindet und dass man halt einen Orientierungspunkt hat. So. Darum geht es mir jetzt einfach mal. Aber das scheinen die zu sein, auf jeden Fall die Gebiete, in denen wir schon waren. Ach, ich habe keine Schaufel mehr. Ach toll, bin ich hier direkt beim Baum rausgekommen, oder was? Oh. Was für eine Scheiße hier. So vielleicht. So, let me see and let me be. Let me be der MCC. Ne, wie ging das? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Weil das waren die Höhlen, die ich mir markiert hatte. Wir hatten ja mal, ihr wisst, in den ersten Folgen hatte ich mir mal Höhlen markiert, wo ja überall nur Scheiß drin war. Erinnert euch bestimmt noch. Und das war tatsächlich so eine. Jetzt sind schon wieder Fackeln alle. Oh nein. Ja gut, dann muss ich auf den letzten Metern doch nochmal ein bisschen Holz hacken. So, dann machen wir eben schnell ein paar Bretter. Ich weiß, ich könnte das auch gerade schneller machen, aber ich mache es gerade mal so, weil ich Lust zu habe. So, 48 Stickmanns. Und wir haben noch 4 Kohle. Oh, das wird... Oh, ich hatte noch ein paar Fackeln gehabt, hä? Wieso war ich der Meinung, ich hätte keine Fackeln mehr? Keine Ahnung, es wird schon wieder dunkel. Aber wir könnten Glück haben. Ja, da ist der... Nee, warte mal, das ist der Dschungel. Ist das der Dschungel auf dem Wasser? Da ist der Turm. Da ist der Turm. Wir haben's. Leute, wir haben's. Ja, oh, wir sind da. Oh, Junge. So, pass mal auf. So, als ne, Pfeil hier runter. So. Oh Gott. Ist ja klar, dass ich jetzt hier sowas habe. Okay, warte. Ich verschandel mal ein bisschen die Landschaft jetzt. Das muss jetzt einfach mal sein. Es tut mir leid. Aber das möchte ich so ein bisschen als Startspot haben. Erstmal, ich überlege mir doch noch was. Das wird eh nicht so bleiben und wenn wir irgendwann gehen, ist es sowieso egal. So, hier ist nämlich das Dorf. Ja. Irgendwie so, keine Ahnung. Hier dann runter. So, jetzt bin ich aber total falsch. Hä? Was? Hä, jetzt bin ich total falsch gelaufen. Was ist das denn jetzt? Gut, aber ich habe ja die Startlocation. Ach nee, ich bin über den Spot rüber. Ja, ich bin über den Spot rüber. Ist egal, ich weiß auf jeden Fall vom Dorf aus geht's los. Scheiße, ich muss nochmal gerade pennen. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Moment mal eben. Und ich habe ja jetzt da die Markierung gesetzt, also es passt. So, wo bin ich denn? Da hinten war irgendwo der... So, da ist die Brücke. Die kann man sich sehr gut als Orientierung benutzen. Da der Regenbogen ist, der müsste ja genau über dem Dings sein. So, Vorsicht, Creeper von rechts. Ja, da ist das Tor. Alles klar. Gut, hier ist das Tor und dann sind wir wieder da. Das werde ich finden da oben. Ich habe mir da die große Brücke gebaut und... Oh, Gott sei Dank. Wir sind wieder zu Hause. Wie viele Folgen waren das jetzt für die Rückreise? Ich überlege mir das, wie gesagt, nochmal, ob ich das wirklich tun werde. Sachen dann mitnehmen und da nochmal neu anfangen, weil ich müsste mindestens 2 Reisen machen, glaube ich, um ein bisschen was mitzunehmen. Natürlich die Tiere und so auf gar keinen Fall. Das wird ja ein Unterfangen. Wieso ist der denn noch da? Der müsste längst gedespawnt sein. Ach so, ja, die Chunks. Da passiert ja nichts, ich weiß.
Ne, aber wenn ich jetzt allein überlege, was ich hier alles mitnehmen müsste, puh, das wäre schon verdammt viel. So, einsortieren mache ich jetzt ohne euch. Das tue ich jetzt nicht auch noch an, dass ich mit euch noch in den Keller gehe und da alles wegsortiere. Auf gar keinen Fall. Ja, aber wie gesagt, ich überlege mir da noch was, ob ich das wirklich tun werde oder ob wir das erstmal lassen. Wir haben ja jetzt die Location gefunden. Ich habe es mir notiert. Ich mache mir mal ein paar Gedanken dazu bis zur nächsten Folge und dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Minecraft. Bis dann.